Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, sehr geehrter Präsident der französischen Nationalversammlung, François de Ruchy, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland und Frankreich sind das pulsierende Herz Europas. Und der Élysée-Vertrag ist die Herzkammer unserer Freundschaft. Nach verheerenden Kriegen markierte der erste deutsch-französische Freundschaftsvertrag eine echte Epochenwende. Aus Erbfeinden wurden Partner, Freunde und Wegbereiter für eine der größten Errungenschaften der Neuzeit, der Europäischen Union. Und der Élysée-Vertrag hat unsere Völker zusammengeführt, unsere Kräfte in Wirtschaft, Verteidigung, Verwaltung gebündelt und zu einem regen Austausch geführt zwischen unseren Gesellschaften. Und dass wir diesen Vertrag heute bekräftigen und erneuern, das ist ein starkes Signal, und es zeigt, die deutsch-französische Freundschaft lebt. Ihr Herz schlägt im Deutschen Bundestag, ihr Herz schlägt in der französischen Nationalversammlung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann nur sagen, wer dies bezweifelt, sehr geehrter Herr Gauland, der beweist nur, dass ihm die notwendige Ernsthaftigkeit für diese Debatte hier fehlt, ja, dass ihm der Anstand fehlt, dieser großen Stunde der Parlamente gerecht zu werden. Und deswegen lassen Sie sich auch gesagt sein, der Élysée-Vertrag war und ist kein Wegbegleiter zu einem europäischen Nationalstaat. Er ist ein stolzes Bekenntnis zur Freundschaft zweier Nationalstaaten, zur Souveränität unserer Länder in Frieden und Freiheit, damals wie heute. Und ich kann Ihnen versichern, wir brauchen beim besten Willen keine Nachhilfe von Ihnen zum Erbe von Adenauer und de Gaulle. Wir brauchen diese Nachhilfe nicht. Wir kämpfen für ein friedliches Europa der Vaterländer und der Regionen. Sie wollen zurück zu einem stumpfen Nationalismus und zur Abschottung. Das ist das Gegenteil von de Gaulle und Adenauer. Charles de Gaulle hat Konrad Adenauer einmal ein gemeinsames Foto geschenkt und darauf die Widmung geschrieben: Es lebe die Deutsch-Französische Union. Und Konrad Adenauer hat das Foto daraufhin Franz Josef Strauß gezeigt und gesagt: Herr Strauß, das ist Ihre Aufgabe. Ich werde das nicht mehr erleben und nicht mehr schaffen, dieses Erbe, die Deutsch-Französische Union, zu verwirklichen. Das vermache ich Ihnen. Und Franz Josef Strauß hat gemeinsam mit vielen anderen dieses Erbe angenommen und Zeit seines Lebens dafür gekämpft, Deutschland und Frankreich zusammenzuführen, weil er genau wusste, Deutschland und Frankreich haben nur gemeinsam eine starke Zukunft. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir können in der Tat nur erfolgreich sein, wenn Deutsche und Franzosen einander kennen und einander verstehen, zusammenstehen und zusammenarbeiten, politisch gemeinsam handeln und wirtschaftlich miteinander handeln. Wie das konkret aussehen kann, das haben wir an vielen Stellen auch gezeigt, auch mit dem großen Projekt des Airbus. Alleine hätten weder deutsche noch französische Flugzeughersteller eine Chance auf dem Weltmarkt gehabt. Zusammen haben wir einen europäischen Champion geschaffen. Damals waren übrigens viele skeptisch. Damals hat man von einem Milliardengrab gesprochen und einem Prestigeprojekt ohne Zukunft. Heute ist Airbus neben Boeing der größte Flugzeugbauer der Welt, Technologieführer in vielen Bereichen und Wirtschaftsmotor für Deutschland und Frankreich. Das zeigt ganz klar, wir dürfen das Feld nicht den Angstmachern und den Fortschrittsverweigerern überlassen. Wir brauchen den Geist der Innovation, den Willen zum Fortschritt
und den Mut zur Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich. Genau dafür steht der Élysée-Vertrag, und genau das ist auch das Signal des heutigen Tages. Wir haben in der vergangenen Zeit viel über die Krisensituationen in Europa gesprochen, und wir haben weniger über die Zukunftsvisionen für Europa gesprochen. Wir setzen heute ein klares Zeichen dafür, die Zukunftsvisionen in den Mittelpunkt zu stellen und das nächste Kapitel der deutsch-französischen Erfolgsgeschichte zu schreiben. Wir stehen ja vor der größten Herausforderung, auch technologisch. Mit der Digitalisierung erleben wir eine der größten Innovationsphasen der Geschichte der Menschheit und eine echte Substanzrevolution für Wirtschaft und Gesellschaft. Und damit verbunden ist ein neuer Wettbewerb auf der Welt, nicht nur von Unternehmen, sondern auch von Regionen in der Welt mit neuen Machtzentren in den USA und in Asien. Und dabei ist heute allerdings noch nichts entschieden, wer zukünftig erfolgreich sein wird. Klar ist aber, wer nicht komplett digitalisiert, der verliert. Und deswegen ist die Digitalisierung die Nagelprobe für das Wohlstandsprojekt Europa. Und diese Nagelprobe kann nur von den beiden größten Volkswirtschaften Europas, von Deutschland und von Frankreich, gemeinsam bestanden werden. Und wir haben uns ja dabei auch schon auf den Weg gemacht. Ich nenne als Beispiel das automatisierte und vernetzte Fahren, die mit Abstand meisten Patente für diese Zukunftstechnologie, die kommen aus Europa, die kommen aus Frankreich, die kommen aus Deutschland. Und deswegen habe ich auch als ehemaliger Bundesverkehrsminister gemeinsam mit meinen französischen Kollegen zwischen Merzig und Metz die erste grenzüberschreitende digitale Testfeldsituation für das automatisierte Fahren gestartet. Auf dieser Strecke bringen wir die Technologie raus aus den Laboren und rein in den realen Verkehr. Das ist einmalig als grenzüberschreitendes Projekt. Und wir sichern uns damit die Innovationsführerschaft auch bei so einer Schlüsseltechnologie. Der nächste Innovationssprung, der ist die künstliche Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz wird unsere Industrie und die Art zu wirtschaften und zu produzieren grundlegend revolutionieren. Und ich will deswegen, dass wir in Europa, dass Deutschland und Frankreich auch in diesem Feld führend sind. Und deswegen haben wir diese Vereinbarung getroffen, dass wir gemeinsam, Deutschland und Frankreich, ein Forschungszentrum zur künstlichen Intelligenz einrichten wollen. Das sind grenzüberschreitende Einrichtungen, die notwendig sind, um auch technologisch, wirtschaftlich auf der Welt als Europa führend zu bleiben und auch den Wettbewerb aufzunehmen mit der Welt. Wir wollen, dass nicht nur im Silicon Valley oder in China die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung der Zukunft entstehen, sondern bei uns in Bordeaux, in München, in Straßburg, in Saarbrücken. Wir schaffen den digitalen Airbus, wir schaffen das Forschungszentrum Künstliche Intelligenz. In Europa, liebe Kolleginnen und Kollegen, entscheidet sich unsere wirtschaftliche, aber auch unsere gesellschaftliche Zukunft. Das ist der Geist der Erneuerung des Élysée-Vertrags zwischen Frankreich und Deutschland. Und deswegen Dankeschön an alle diejenigen Kollegen aus der Nationalversammlung, an die Kollegen aus dem Bundestag und vor allem an die Menschen in Frankreich und in Deutschland, die jeden Tag diese Freundschaft pflegen. Nächster Redner ist der Kollege Joachim Post von der SPD-Fraktion.